Ach, hallo und herzlich willkommen bei The Legend of Zelda and the Minish Cap. Und wir sind in Part 22, der wieder eine halbe Stunde lang geht. So wie jetzt jeder Part sein wird. Und wir machen uns jetzt mal auf den Weg, das nächste Fragment zu suchen. Lass mich bitte durch, Opfer. Danke. Ich guck mal, ob ich hier noch ein paar Fragmente vielleicht vereilen kann. Du willst Fragmente vereilen? Sehr gerne. Weil anscheinend bringt uns das ja ein bisschen was. Das kann man ja nie zu viel haben, ne? Was Gutes. Badum. Aha. Ja, okay. Ja. Gut, ja. Okay. So, wir gehen jetzt. Wir gehen jetzt hier oben links raus. Ich hoffe, nein, hier war es natürlich nicht super. Links raus. Hier links raus. Links, ist das hier? Kann ich hier lang? Ist das hier dieser Weg, den ich gehen wollte? Oh, nee, stopp. Das nehmen wir nochmal mit. Autsch. Ich weiß nicht, ob das der Weg ist, den ich gehen will oder wollte. Oh, ein Glücksfragment erhalten. Oh, jetzt kriegen wir aber hier öfter mal Glücksfragmente, ne? Ach, ist das die... Egal. Komme ich hier auch ins Dorf? Meine ich. Tatsächlich. Gut. Dann gehen wir hier lang. Und jetzt können wir hier hoch. Und diesen Schalter betätigen. Achso, wie wär's denn mit Schlagen? Ja. Oder habe ich den schon betätigt? Oh, keine Ahnung. Stefan weiß es nicht. Nee, Stefan hat ihn schon betätigt. Er weiß wieder. Ich mach ihn nochmal an. Ich weiß nicht, ob das irgendwas... Aber ich glaube, die Brücke da unten ist ja da... Ach so. Komisch. Die Brücke hier unten ist ja dadurch zusammengebaut worden. Eine magische Miesmupfel. Gut, ja. Was der Mensch nicht so braucht. So, und jetzt können wir hier runter? Genau, und uns vervielfältigen. Wenn Stefan noch weiß, wie das geht. Shitte. So irgendwie, ne? Ja, so schon mal nicht. Kann ich mich auch mehrmals vervielfältigen? Nein. Aber ich kann jetzt den Fels hier verschieben, was schon mal sehr praktisch ist. Und weg ist er. So. Und da sind wir jetzt. Wo sind wir jetzt? Okay, wir sind der Sache schon mal viel näher. Was schon mal sehr gut ist. Finde ich jetzt persönlich. Ist jetzt meine persönliche Meinung. So. Oh, Überraschung, habe ich jetzt gar nicht mitgerechnet. Oh, was? So, ab hier ist jetzt im Übrigen wieder blind. Also ich habe mir jetzt nur angeguckt, wo ich hin soll. Oh, ein Glücksfragment erhalten. Ah, super. Und jetzt muss ich selber gucken. Oh Gott, was bist du? Oh Gott, du bist gar nicht mal so, leicht. Oh, ein Glücksfragment erhalten. Ach du heilige Kacke. Kann ich da nicht meinen Rasenmäher nehmen? Ich kann dafür nicht meinen Rasenmäher nehmen. Kann ich den dafür nehmen? Was? Oh, naja. Mähen wir uns halt so durch, ne? Ist hier oben noch irgendwas gewesen? Was mir weiterhilft? Nein. Gut, dann gehen wir mal nach unten. Da geht's rein. Ich gehe mal nach rechts.
und schaue mich da... Mein Gott, wie viele Glücksfragmente kriege ich denn jetzt hier? Da fängt man einmal damit an, ne? Und dann will der gar nicht mehr aufhören mit Glücksfragmenten, der Sack. So. Es geht da noch nach unten. Oh. Irgendwie kommt es mir so vor, als wäre eine böse Macht im Schloss. Oder bilde ich mir das nur ein? Noch wegen dem Raben? Oh oh. Oh, Nanu, wer bist du? Du bist... Vati! Wie bist du hierher gelangt? Oh. Ah, was tust du da? Ja. Ich weiß nicht, wer es sagt. Es sind alle anwesend, der König von Hyrule wird nun zu uns sprechen. Ihr alle wisst vom Force, dass uns die Minish übertragen haben. Ja genau, grenzenlose Zauberkraft. Force, auch goldenes Licht genannt. Ich will es haben! Es muss irgendwo in Hyrule sein. Ihr macht euch jetzt alle auf den Weg und sucht das Force. Redet nicht rum! Los! Such das Force! Wer nicht weigert, wer sich weigert, wird mitsamt seiner Familie eingekerkert! Bei Wassernbrot! Auf! Durchsucht ganz Hyrule! Bis in seine letzten Winkel! Ich habe so ein komisches Gefühl. Hoffentlich geschieht nichts Schlimmes. Lass uns das Element suchen. Der Karte zufolge sind wir ganz nah. Okay, wenn wir ganz nah sind, dann ist das nicht gut, denn dann möchte ich... Wie einfach. Dann möchte ich mich doch hier erstmal noch ein bisschen in Ruhe umgucken. Ach ja, ich darf ja jetzt Steine zerschmettern. Ich erinnere mich. Ich brauche ja gar keine Bomben mehr für ein Glücksfragment erhalten. Wo sind wir hier aber auch? Ach, hier sind wir, oder wie? Zwei. Ach so, ist das jetzt die, wo ich reingekommen bin gerade? Ach so, clever. Clever, clever. Schwul. So. Und dann gucken wir mal hier rein. Guten Tag. Ich bin... Mimund. Was ist das? Ein Dichter. Okay, also ein Junge. Guten Tag. Ich bin Poemun, Dichter von Hyrule. Du bist Stefan, nicht wahr? Ich bin viel gereist und habe dabei Gedichte geschrieben. Doch jetzt, da ich wieder nach Hause will, ist mir der Heimweg versperrt. Außerdem ist das hübsche Fragment, das ich unterwegs fand, verschwunden. Es ist furchtbar. Vielleicht habe ich es im Hotel liegen lassen. Ich werde ein Gedicht über meine Trauer schreiben. Die Sterne stehen am Himmelszelt. Ich fange noch. Nein. Ich muss anders anfangen. Die Sterne stehen am Himmelsdach. So nah und doch so fern. Weg ist ein halbes Siegel. Ach Gott. Ein ganzes hätte ich gern. Oh, das ist ja genau offen wie ein Fragment. Passen die beiden vielleicht? Ja, tun sie. Die beiden Fragmente passen perfekt. Jetzt geschieht etwas Wunderbares. Ui, wo ist das? Westliches Wäldchen. Uhuhui! Passt perfekt!
Es ist soweit, es ist soweit. Es gibt ein wunderbares Gedicht. Getrennt oder zusammen, die Hälften sehen sich nach dem, was sie verloren. Genau wie einst auch ich. Oh ja, ich bin begeistert von diesem grandiosen Gedicht. Westliches Welt. Ach, das ist da. Das ist ja super. Ich weiß nicht, ob das jetzt Zufall war, dass wir das da genau da erhalten haben oder ob das jetzt so geplant war vom Spiel. Auf jeden Fall ziemlich praktisch. So, die Vögel sehen, finde ich jetzt nicht so ganz vertrauenswürdig. Ah! Aus. Ach, ich wusste es. Es war so klar. So. Gut, machen wir weiter im Text, ne? Ja, wo willst du denn hin? So, der kommt auch noch hier. Stört mich aber nicht. Ah, was mich stört, ist, diesen Rubin liegen zu lassen. Das will ich dann auch nicht. So, hier komme ich noch nicht rein. Hier komme ich aber lang. Und... Au! Achso, hä? Wie habe ich das gemacht? Geheime Welt von Tabanta. Achtung, Pegasus-Stiefel nicht vergessen. Okay. Ich habe keine Pegasus-Stiefel. Au! So, ich habe keine Ahnung. Ich habe es vergessen, ob man das... Ich glaube, man konnte es nicht aufsprengen. Aber Safety First und so. Okay, man konnte es nicht aufspringen. Gut, ich gehe jetzt mal erstmal gucken, was ich... Hallo? Was ich hier aufgemacht habe. Und zwar habe ich aufgemacht... Ach, hier, okay. Fragt sich nur, wo ich hier bin. Okay. Ach, hier, guck mal, hier kann ich ja auch nochmal ein paar Bomben platzieren. Ah, ob das reicht? Ich hoffe. Ich hoffe, ja. Perfekt. Ah. So, und jetzt soll mir auch nochmal einer sagen, ich lese keine Kommentare. Ich hoffe, das geht jetzt. Du hast eine Fee eingefangen. Sie hilft dir, wenn du am Ende bist. So, ich habe nämlich gehört, dass, oder gelesen in den Kommentaren, dass man die Feen einfangen kann. Und die mir dann Leben geben, beziehungsweise wenn ich sterbe, mich wiederbeleben oder sowas in der Art. Machen wir einfach mal, ne? Ein Glas, da haben wir eh gerade nichts drin. Also kann ich das auch tun. So, hier brauchen wir anscheinend irgendwelche Pegasus-Stiefel, die ich ja im Moment noch nicht habe. Deswegen werde ich jetzt hier erstmal gar nicht lang gehen, sondern mal hier unser Geheimgang. Hey, Stefan, willst du mir kurz zuhören? Als ich nach langer Zeit heimkam, war da plötzlich ein Fremder im Haus. Ich bin doch so schüchtern und traue mich nicht, mit Fremden zu sprechen. Ich muss ein Gedicht darüber verfassen. In dem Haus und Herz ist... Nein, das fängt doof an. Moment. In Haus und Herz ist keiner da? Schitte. Nimm meine Sachen, kein Problem. Mein Herz bekommst du nicht. Das hat sich nicht gereimt. Aber ist nicht schlimm. Warum auch immer jetzt hier ein Scheinwerfer auf mich gerichtet ist. Der Sumpf. Der Sumpf in der Geheimwelt von Tabanta hat keinen Boden. Und diesen Sumpf zu überqueren, muss man schnell sein wie der Wind. Aha. Warte, ich brauche Pegasus-Stiefel. Mensch, bin jetzt von ganz alleine drauf gekommen, merkst du? Bla 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 bla. Wer ist du? Bla. Okay. War das jetzt einfach nur so ein Tipp? Problem ist, wo kriege ich Pegasus-Stiefel her? Gehen wir mal hier runter. Heiliger!
Ah, und der hat auch noch einen Bogen, aber der hat keinen Nahkampf. Das ist schon mal gut. Ein Herz, das nehmen wir nochmal mit. Ah, da kommen wir nicht lang. Okay. Guck mal hier, ne? So. Aha. Ich kann mich minischen. Aber ist hier... Ist hier überhaupt irgendwo ein... Ach, da. Ja, 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 gut. Dann machen wir uns. Dann machen wir... Dann minischen wir uns, ne? Das ist ja wohl klar. So. Ach so. Ich habe neben meinem Haus eine Bohne gepflanzt, aber sie wächst nicht. Ist das hier etwa die Bohne, die nicht wächst? Nein. Oder etwa doch? Ich weiß es nicht. Das Problem ist, ich komme jetzt hier eh nicht raus. Ja, super. Ich weiß es ehrlich gesagt gerade nicht. Geh nochmal hier lang. Kommt man hier auch runter, ne? Ah, Mist. Ah, ich will doch nicht. Ich will doch hier so mal abgehen, ob da irgendwas passiert. Sollen wir nochmal in die Lösung gucken? Oder... Soll ich denn auch reinkommen? Ich weiß es nicht. Autsch! Okay, Moment. Gucken wir nochmal in die Lösung. Stein rechtsseite Loch schieben geht nach... aber nicht diesen Weg. Ach so, okay. Also bin ich jetzt falsch. Wir sollen nicht diesen Weg entlang gehen. Sondern nach links weiter und dort hinauf in die Brücke. Kommt ihr. Nun, aber Quen. Was? Ah ja, ich kann hier natürlich auch hier lang gehen, ne? Das war jetzt ein bisschen. Bisschen döf. Döf. Ich kann halt nur hier nicht den Sumpf entlang. Das ist also die Welt von Tabanta. Was für ein feuchter, sumpfiger Ort. Aber dahinter finden wir das Element. Steh hier nicht so rum. Los, Stefan. Vorwärts. Weiter geht's. Okay, das Einzige, was ich nicht kann, ist hier rein, denke ich mal. Oh, Gottes Willen. Okay, ich kann da rein, aber, ne? Man hat's gesehen, ich versinke. Was mich jetzt interessiert, ist, ob ich... Nee. Die machen mir nur Aua. Ja. Ne? Dann versink ich. Aua. Gut. Zu Fuß kann man den Sumpf offenbar nicht überqueren. Wir müssen uns etwas einfallen lassen. Ja, ist korrekt. Moment, ich lese nochmal kurz. Hier kommt ihr nicht weiter, sondern geht im Sumpf unter, verlasst den Sumpf nun wieder nach rechts und geht runter, bis ihr weiter nach rechts gehen könnt. Hier geht ihr nun über den Weg, wo ihr vorhin den Stein ich hasse diese Lösung. Was soll das denn? Südlich in vollen Hyrule, ja. Geht jetzt ein Stück nach rechts und dann nach hoch nach Stadt Hyrule.
Warum das? Okay. Geht nun in der Stadt hinauf zum großen Marktplatz und betretet dort den Schuh. Ah, natürlich. Will für Frieden einsetzen. Wie blöd. Da. Hallo, es ist stets eine Freude. Ich habe verschiedenste Sorten. Tyrup. Du kannst sie in Flaschen mitnehmen. Sie bringen dir Glück. Der rote Tyrup bewirkt, dass mehr Herzen auftauchen. Das macht 100 Rubine. Ja, nee. Der grüne Tyrup bewirkt, dass mehr mysteriöse Muscheln auftauchen. Das macht 100 Rubine. Nee, ich habe eh keine Rubine, merke ich gerade, fällt mir gerade ein. Das ist eine leere Flasche. Wenn die Minisch neue Tyrolianer haben, fülle ich frische Tyrupe ein. Ach, hier ist noch was drin. Der weiße Tyrup. Er bewirkt, dass mehr Glücksfragmente auftauchen. Okay, das ist ja interessant. Okay, zum Schuhmacher, der befindet sich hier. Dein Ernst? Wie? Kann ich was zum... Ach ja, jetzt kann ich ja hier lang, ne? Natürlich. Warum auch immer die Schuhe jetzt weg waren. Ah, bist du vielleicht Stefan? Der Mensch, für den Melter das Schwert überarbeitet hat. Du bereitest Abenteuer, bestreitest. Und Zelda zu retten, nicht wahr? Toll siehst du aus. Ich würde auch gerne Abenteuer bestehen, aber ich muss schlummern. Nein, ich muss nicht schlummern, aber ich muss bei der Arbeit helfen. Hi, du brauchst Pegasus-Stiefel. Das trifft sich gut. Wir haben gerade ein paar fertig gemacht. Also schlumm, hilf. Schlief. Aber Schlumm muss den Schuh noch den letzten Schliff geben. Wenn die Schlafmütze Schlumm erst einmal eingeschlafen ist, wacht er nicht mehr auf. Willst du ihn aufwecken? Solltest du mal zum Laden der Hexe Syrup gehen. Ihr Laden ist auf der Karte markiert. Ehrlich. Herr Gnarf. Euer Ernst? Ja, gut, da müssen wir zur Hexe gehen, nicht wahr? Ja. Ich war's schon. Wartet mal kurz, ich bin mir gerade nicht sicher. Ich könnte doch... Ah, danke. Ich bin gerade überlegen, ob hier noch... Ich war gerade überlegen, ob hier noch irgendwas mit diesem Doppelgänger drin ist, aber nein. War ja nur ein Versuch, aber jetzt gehen wir mal weiter. Und irgendwie könnte ich doch hier auch raus, da glaube ich. Genau. Okay. Ach, guck mal. Und die Tür ist zu und der Schlüssel weg. Es gibt zwar noch einen Schlüssel, aber der ist im Haus. Ach, herrje. Wir wollten doch in die Stadt Lonlon-Milch kaufen. Fair. Kaufen fair. Ach, du Idiotenhund. So. Karte. Wir müssen runter.
Ich weiß nicht genau, wie man da jetzt hinkommt. Da. Okay, rechts, aber ich habe gerade was Interessantes gesehen. Da muss ich aber von oben rein. Weil ich von hier unten, glaube ich, nicht dahin kam. Gehen wir aber nochmal ins Haus und gucken mal, ob da jetzt jemand drin ist. Nein. Dann gehen wir mal raus und gucken mal, was der zu sagen hat. Die zu sagen haben. Ich bestelle gerade ein Tagesfeld. Und dabei habe ich ein Glücksfragment gefunden, Baby. Was ist denn mit dir? Willst du Fragmente vereinen, Baby? Ach, guck mal, es passt direkt. Die beiden Fragmente passen perfekt. Jetzt geschieht etwas Wunderbares. Ich bin gespannt. Ach. Hä? Ich fühle mich so stark! Eisenherz, yeah! Endlich! Sie ist offen! Ich gehe hier gleich hinein. Okay. Und was hast du zu sagen? Rock, 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 roll! Ja. Hab ich das? Ja. Die beiden Fragmente passen perfekt. Jetzt geschieht etwas Tolles mit Toffel. Ach Gott, nee, da gehe ich nicht hin. Das könnt ihr vergessen. Also, das habt ihr euch so gedacht. Aber ich gehe nicht nochmal den Berg hoch. Ja, ganz bestimmt nicht. Freunde. Des guten Geschmacks. So. Jetzt sollte ich eigentlich... Oh, 5 Bomben. Die können wir gut gebrauchen. Sollte ich theoretisch doch hierüber dann... Genau. Ah ja, und hier ist ja auch die Truhe. Die können wir uns da direkt mal abholen. Beziehungsweise gucken, was da... Oh, großer Rubin, gleich 200 grüne Rubine erhalten. Das ist gut. Das ist gar nicht schlecht. So. Und wir müssen jetzt... Ich hoffe, man kommt von der Seite... Oh nein. Euer Ernst? Wie soll ich denn zu der Tante gehen, wenn ich nicht zu der Tante hin kann? Wie soll ich denn hier... Hier ertrinke ich doch. Immer diese Rätsel. Dann müssen wir nochmal zurück. So ein Shit. So ein Shit. Dann müssen wir mal gucken. So, ich gehe nochmal zur Farm. Und ich sage dazu jetzt nichts. Das hätten wir wahrscheinlich schon 3 Jahre vorher machen können. So, bevor ich die reinlasse... Aha. Bevor ich die reinlasse, mache ich erstmal alle Vasen kaputt, ne? So muss das und jetzt kann ich die doch reinlassen. Oder auch nicht. Muss ich jetzt tatsächlich erst rausgehen dafür? Man weiß es nicht. So, schauen wir mal. Hier, mein Freund. Ein Schlüssel. Oh, wahrhaftig! Der Schlüssel zur Farm! Keine Ahnung, wie du ihn bekommen hast, aber egal. Vielen Dank! Bitte sag uns deinen Namen! Stefan! Ach, gut! Das ist ein guter Name. Wenn du zum Hyliasee willst, kannst du gerne durch unser Haus gehen.
Vielen Dank, Stefan. Komm bald wieder vorbei. Sorry, Babe, aber ich hab schon Zelda als Freundin. Gut, und das war's dann auch mit diesem Part. Wie ich gerade gehört habe. Und das war's auch für Zelda von dieser Woche. Nächste Woche geht's dann weiter mit Zelda und den halben Stunden-Part. Und bis dahin, ciao.